Guten Abend, liebe Zuschauer. Es ist der 7.3. und heute tagte wieder der Ortsbereich Südstadt. Es war eine kurze Sitzung, bevor ich zu dem Hauptthema der Zielkowski-Straße komme. Erstmal ein paar kurze Informationen. In der letzten Ortsbeiratssitzung sprachen wir über eine Absperrung bei der Robert-Koch-Straße, Einmündung Pavlov-Straße bei der Schule. Da möchte der Ortsbeirat Bistow Verkehrsbügel hinsetzen, das heißt quasi an der Straße lang absichern, dass da keine Autos mehr halten können, damit die Kids vernünftig über die Straße und zur Schule kommen. Wir kommen da momentan noch nicht so weiter, weil der Ortsbeirat Bistow federführend ist. Und wir dann jetzt erstmal abwarten, wie die sich dazu verhalten. Die sitzen erst in der nächsten Woche da. Quintessenz wird im Endeffekt sein, dass wir in der nächsten oder in der übernächsten Sitzung uns das anschauen, vielleicht sogar einen Vororttermin machen. Meine Bitte wäre, weil ich jetzt sowohl in die eine Richtung als auch in die andere Richtung schon was gehört habe, äußert euch selbst mal mit dazu, wie ihr das Thema seht. Nochmal kurz Zusammenfassung, es geht darum, Bügel auf einer Länge, ich zitiere mal, von 30 Metern auf dem Gehweg unmittelbar vor und hinter der Einmündung zur Werkstattschule zu errichten. Zweites Thema, der Kontaktbeamte der Polizei war heute im Ortsbeirat und diskutierte halt einfach mal mit uns die Sachlage, wie es in der Südstadt so aussieht. Erinnert euch, im letzten Jahr war auch schon mal da und das große Thema Trickbetrug, vor allem am Telefon, ist immer noch akut. Er meinte, dass es jetzt in den letzten Wochen allein 10 Anzeigen aus der Südstadt gab, wo halt versucht wurde, über ein Telefonat Geld oder ähnliches, vor allem natürlich von älteren Herrschaften, zu mobilisieren. Meine Bitte wäre, wenn ihr da im Bekanntenkreis welche habt, warnt sie davor, dass momentan, dass sich das häuft, dass da niemand drauf reinfällt. Ja, dann das große Kampfthema des heutigen Abends. Vielleicht nochmal einmal einen Kontext ein bisschen weiter ausgreifend. Als Ortsbeirat waren wir eingeladen zu einer Wohnungsgenossenschaft, die uns halt erzählte, wie halt in der Zielkowski-Straße zwischen den Hochhäusern und natürlich, ihr wisst, bei den jeweiligen Grünflächen in den Einmündungen in die Zielkowski-Straße gebaut werden soll. Fest steht, Erich Weinert 1 bis 4 fällt. Das ist das Gebäude, was da momentan steht. Konfliktlinie zu der Zielkowski-Straße. Momentan ist der Punkt, dass zwischen den Hochhäusern gebaut werden soll und Netto will ja auch bauen. Erst danach wird halt die Straße selbst saniert. Soweit war der Punkt, der uns bekannt war. Was uns im Ortsbeirat immer wieder jetzt in letzter Zeit etwas unruhig machte, war der Punkt, dass bei Sanierung, bei Baumaßnahmen immer wieder gesagt wurde, naja, Parken ist zwar wichtig, aber man kann ja Alternativmodelle finden. Carsharing, ÖPNV-Vergünstigung, Wohnungsangebote, wo von Anfang an gesagt wird, ihr kriegt keinen Parkplatz. Wenn man ehrlich ist, alles ein bisschen weit weg von der Realität. In diesem Kontext muss ich dann mal ein Lob an unsere Ortsbeiratsvorsitzende loswerden. Die hat mich in Inspirationen unseres Termins bei der Wohnungsgenossenschaft so ziemlich jedes Amt in Rostock terrorisiert, bis sie da wirklich wahrscheinlich mit jedem Mitarbeiter mindestens einmal gesprochen hatte, um da mal zu klären, was nun eigentlich Sachlage ist. Sachlage ist, dass es wohl, obwohl es noch Beteiligungsverfahren und ähnliche Sachen geben sollen, zur Entwicklung der Zielkowski-Straße schon mal selbstverständlich völlig unverfängliche Planungsideen geben soll, wie die Zielkowski-Straße saniert werden soll. Und was da auch relativ klar ist, Parkplätze werden weniger. Was ehrlich gesagt ein bisschen uncool ist, man muss hier abends nun mal einmal durch die Straßen gehen und sehen, was hier tatsächlich für ein Parkplatzbedarf ist. Was die Ortsbeiratsvorsitzende im Endeffekt dann erzwungen hat, ist die Diskussion einer Frage, ob nicht die Dreiecksfläche bei der Zielkowski-Straße, Ecke Kurt-Tucholsky-Straße, das ist eine von diesen Grünflächen momentan noch, da wird definitiv ja nicht gebaut, ob man die perspektivisch entwickeln kann, um da größere Parkmöglichkeiten hinzustellen. Das ist zwar ziemlich teuer, ist klar, aber die Diskussion muss geführt werden und meine Bitte an euch ist halt auch, behaltet selbst die Augen offen, diskutiert mit uns auch frühzeitig mit. Wir als Ortsbeirat haben uns darauf verständigt, dass wir an dem Thema definitiv dranbleiben und wenn dann die völlig spontanen Planungsideen auf den Tisch kommen, wie die Zielkowski-Straße entwickelt werden soll, die Perspektive dabei ist, dass es bis zu 2022 noch dauern kann, dass wir da gemeinsam darauf achten, dass halt auch die Frage der persönlichen Mobilität, des Parkens, von mir aus auch des Carsharings diskutiert wird, aber wir in einem realistischen Feld bleiben. Ja, das war eigentlich alles. Insgesamt eine relativ kurze Sitzung. Wir waren dementsprechend durch, sind immer noch sehr gespannt, wie sich der Ortsbeirat Bistow zu der Frage Südstern verhält. Ihr wisst, wir haben in der letzten Ortsbeiratssitzung beschlossen, dass wir den Südstern mit 3.000 Euro unterstützen, damit er weiterhin aktiv und lebendig bleiben kann. Momentan zeichnet sich ab, dass es in Bistow etwas kritischer gesehen wird. Wenn der Ortsbeirat Bistow den Antrag ablehnt, müssen wir nochmal gucken, wie wir noch alternativ den Südstern helfen können. Ich stehe immer noch dazu, dass der Südstern ein sehr wichtiges Blatt bei uns in der Südstadt ist, weil da halt einfach jeder mitmachen kann, es viele Haushalte erreicht und
Und man merkt es halt auch, wenn man selbst einen Beitrag geschrieben hat, die Leute nehmen es wahr und sie wollen halt auch diskutieren. Und das alleine ist schon für mich ein Argument dafür, dass dieses Blatt definitiv zu erhalten ist. Das war's eigentlich. Meine Bitten bin ich losgeworden. Diskutiert mit mir, so wie es eigentlich in letzter Zeit immer macht. Das freut mich sehr, dass der Kanal immer noch sehr stark angenommen wird. Die Kommunalwahl rückt näher. Man sieht es im Ortsbad noch nicht. Wir arbeiten noch sehr produktiv zusammen. Das finde ich auch sehr gut. Bleibt mir halt hier an der Stelle nur zu sagen, abonniert meinen Kanal, diskutiert mit, macht, was man so auf Kanälen macht, außer Trollen. Mein Name ist Stefan Posselt und ich wünsche einen schönen Abend.